Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. In der letzten Folge haben wir ja die Farming Station fertiggestellt und die braucht natürlich jetzt Equipment. Nämlich braucht sie eine Hoe, eine Diamant-Hoe werden wir machen und einen Capacitator. Und dafür müssen wir nochmal ganz nach unten und uns das Grains of Infinity holen. Und vielleicht werden wir dann die Essenz von dem auch gleich machen. Dann brauchen wir nicht immer nach unten gehen. Aber hier haben wir eh noch unsere... Nein, das war nicht das Loch. Wo habe ich mich denn eigentlich runtergegraben? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, wo habe ich mich runtergegraben? Wo habe ich mich denn straight runtergegraben? Ich weiß noch, da habe ich gesagt, ja, ich grabe mich jetzt straight down. Ah, ich weiß schon. Hier haben wir das gemacht, genau. Hier. Schön den Fall abbremsen. Zack. Ach du Scheiße, sind da viele Mobs. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich sollte vielleicht mal was essen. Damit ich regeneriere. So. Jetzt. Ich habe nichts mehr zum Essen da. Okay. Aber ich glaube, ich regeneriere, aber langsam. Gut. Dann graben wir uns irgendwo hier straight down. Oder wo habe ich mich denn da jetzt wieder runtergegraben? Hier war das, oder? Jawohl, hier. Hier graben wir uns runter. Hier gehen wir schnell runter. Zünden unser Bedrock wieder mal an. Das Feuerzeug haben wir hier, genau. Sehr gut. Upsi. Nein, 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 nein. Böses Feuer, böses Feuer, böses Feuer. Lass mich nicht verbrennen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein, nein. Ich habe auch kein Wasser da. Scheiße. Oh Gott sei Dank. Gut, wir müssen aufpassen. Sonst zünden wir uns noch selbst an. Halleluja. Das war jetzt sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Okay, das können wir auch nochmal alles anzünden hier. Zack, zack, zack und zack. Warten wir, bis es ausgeht. Dann haben wir sicher noch ein paar Grains of Infinity. Jawohl, da habe ich schon Poppen hören. Wo sind sie? Habe ich jetzt eines? Ja, da habe ich eines bekommen. Jawohl, da haben wir noch eins. Haben wir noch irgendwo eins? Wie viel habe ich jetzt? 3, okay. Gut, dann zünden wir nochmal an hier. Zack, 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 zack. Gut, natürlich den Timer wieder mal nicht gestartet. Ach, wann ich mir das merken werde, weiß ich auch nicht, dass ich den Timer starten muss. So, wir warten nochmal schnell. Da habe ich es nochmal poppen hören. 2 auf jeden Fall schon nochmal dazu. 3 5 wo ist denn das letzte hier? Soll ich schnell warten, bis das Feuer aus ist? Ich traue mich nämlich nicht hingehen. Das könnte nämlich schlecht für uns ausgehen. Bitte, geh aus. Hallo, Feuer, bitte. Gib mir ein Grains of Infinity. Ein Grains of Infinity. Bitte, bitte. Ah, nee, danke. Hast du mir nicht gegeben. Okay, gut. Naja, mit 5 kommen wir einstweilen mal wieder aus. So. Jetzt muss ich noch schauen. Wo ist mein Loch jetzt? Wo ist mein Loch, aus dem ich gekommen bin? Das war doch... Was hier irgendwo? Was hier? Weiß nicht, bin runtergekommen und habe auf jeden Fall jede meine Creeper und Skelette gesehen und Iron Ore habe ich auch gesehen. Hier. Nein, doch, vielleicht. Halleluja, was ist hier denn los? Das sind Dilophosaurus Fossilien. Die holen wir uns ein andermal. Das gibt es doch nicht, dass ich nie mein Loch finde, aus dem ich gekommen bin. Bin ich echt so unfähig? Ja, anscheinend. Anscheinend bin ich zu unfähig, mir zu merken, wo ich herkam. Was haben wir hier? Velociraptor ist auch geil. Hallo.
Bitte, ich würde gerne zurück. Wo bin ich hergekommen? Können Sie mir das sagen, Sir? Nein? Oh, jetzt wäre ich fast gestorben. Toll. Also ich muss jetzt echt aufpassen, was mein Leben angeht. Das sind Mosasaurus, die will ich jetzt nicht unbedingt. Okay, wo ist das Mikroraptor? Da hinten, oder? Nein, doch, ja, vielleicht. War ich mir den Mikroraptor markiert? Nein, falsche Richtung, gut. Wir gehen in die andere Richtung. Verdammt. Wir müssen nie merken kann, wo ich herkomme. Ah, doch, da. Da, da. Nein. Nein, nein. So, ich mache nochmal das Hover an. Vielleicht finde ich ihn da, ja. Ah, hier. Gibt's das? Dass ich hier irgendwie rausgekommen bin. Hier irgendwo. Ha. Ist da durch? Nein, da geht's nicht durch. Hallo. Wo bin ich hergekommen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Oh, ich dachte schon. Mir ist der Treibstoff ausgegangen. Das wäre nicht so nice gewesen. Ja, okay. Ich finde es jetzt nicht. Ich fliege einfach dort drüber. Dort habe ich mich nämlich das letzte Mal hochgebuddelt. Hier, irgendwo. Müsste es sein, dass ich mich hochgebuddelt habe. Ja, hier. Hier habe ich mich hochgegraben. Einfach weil ich letztes Mal auch den Ausgang nicht mehr gefunden habe. Egal. Gehen wir halt so ein bisschen den Umweg. Und der Digital Miner scheint fertig zu sein. Soweit ich das sehe. Bist du fertig? Ja, er ist sogar fertig. Gut, stop. Gut, dann geben wir ihm nochmal den Auftrag. All dict. All gold. Das soll uns auch noch mit safe. Ah, der hat nur einen Radius. Ui, 32. So. Und Start. Boah, da hat er jetzt viel zu tun. Viel Spaß. Gut, wir kriegen auf jeden Fall massenhaft Ressourcen. So, wir holen uns da mal schnell die Kartoffels, die Potatoes raus und essen die mal. So, jetzt. Wir brauchen den Capacitator. Zack, zack. Dazu, ups, nehmen wir einmal. Oh, jetzt brauchen wir wieder Golden Nuggets. Gold Nuggets, zack. Und dann brauchen wir den Capacitator. Zack, machen wir uns noch einen. Dann können wir uns dieses hier gleich machen. Dann haben wir auch für die Farm einen verbesserten. Haben wir eigentlich noch so einen? Nein, haben wir nicht. Können wir jetzt nicht machen. Gut. Dann nehmen wir da mal den Capacitator rein. Dann brauchen wir noch eine Deer Hoe. Eine Hoe. Eine Hoe. Genau, eine. Nein, die Iron Hoe wollte ich eigentlich nicht. Ich will die Deer Hoe gerne haben. Jawohl, die Diamanten. Hoe. Die legen wir hier rein. Und dann brauchen wir noch Strom für das Ganze. Dafür habe ich noch 8 Käbelchen hier. Gut, wir verlegen das mal ein bisschen rauf. Zack, zack, damit wir noch schön durchgehen können unten. Und wir haben genau ein Kabel zu wenig. Danke dafür. Gut, die Universal Cable. Zack. Kann man auch schon machen. Was kosten die eigentlich? Oh, okay, ja gut, aber die brauchen wir im Moment jetzt mal nicht. Aber prinzipiell sind die nicht so schlimm zu craften. No Seeds. Ah ja, dazu ernten wir mal da hier was ab. Gut. No Seeds steht da, ja. Oh. Oh. Nice. Der erweitert das Feld gleich. Oh, das ist natürlich nice. Oh, das ist geil. Ja. Ja, das gefällt mir. Gut. Die Inferium Seeds brauchen wir. Schauen wir mal. Da machen wir uns noch schnell welche. Inferium Seeds. Inferium Seeds. Tier 1.
Zack. Also sind das jetzt die Tier 1 Seeds oder die? Ja, passt. Gut. Die nehmen wir direkt mal. Das brauchen wir ja gar nicht. Zack. Die nehmen wir. Das erntet gleich alles ab. Oh, ist das nice? Ist das nice? So. Die locken wir auf jeden Fall mal. So. Hier. Könntest du auf jeden Fall mal noch anpflanzen, oder? Alter Schwede, ist das nice. Der erntet jetzt alles ab. Das ist natürlich geil. Okay. Wenn wir dann eine gute Produktion von Dias und allem haben, können wir uns dieses hier machen. Und dann geht's richtig ab. Nämlich den, wie heißt es? Fertilizer. Genau, dieses hier. Das können wir dann machen. Dieses hier. Beziehungsweise das hier, die Fertilizer Essenz. Okay, weiß nicht, wann das droppt, aber prinzipiell können wir uns das dann das hier machen. Und das macht halt einfach, dass die einfach instant wachsen. Die ganzen Essenzen. So, die Tier 1 Samen. Gut. Die Growth Accelerators sind eh hier drunter. Die sollten ja eigentlich alle wachsen. Passt, passt, passt. Haben wir noch ein Bone Meal? Bringt ja gar nichts eigentlich. Sehr gut, dann haben wir mal die Farm auf jeden Fall angeschlossen. Die erntet uns das jetzt alles direkt ab und schaut, dass das alles automatisch geht. Das ist natürlich schon recht nice. Ziemlich geil. Da kommt dann das ganze Erzeugnis rein. Show Range. Alter, ist das weit. Okay. Okay, wir sehen schon hier, pflanzen sie sich dann alles noch an. Naja, das ist nice auf jeden Fall. Das ist cool. Jetzt haben wir dann ein riesiges Feld. Nice. Das müssen wir vielleicht irgendwann mal umstrukturieren, aber für den Anfang reicht es auf jeden Fall mal. Gut, dann können wir auf jeden Fall nochmal die Tier 2 Samen auch reinholen. Das ist 28, 42. Dann ernten wir das nochmal schnell ab. Zack. Denn dann locken sich die auch. Haben wir die zwei gelockt? Potatoes gelockt. Und alles, was an Potatoes nicht mehr angebaut werden kann, das bleibt dann in der Farm. Und das brauchen wir nicht jetzt. Gut, sehr schön. Die groan vor sich hin. War da jetzt die Tier 2 eigentlich angepflanzt? Nirgends. Okay. Dann können wir da vielleicht nochmal Sugarcane reinlegen. Beziehungsweise. Ja, wurscht. Das können wir mal schnell abbauen hier. Denn das brauchen wir nicht unbedingt. Habe ich jetzt die Tier 2 Samen? Da hat es sie also angebaut, oder? Ja, das sind die Tier 2. Die bauen wir nochmal hier an. Weil da haben wir die Growth Accelerators auf jeden Fall drunter. So. Kann man daraus eigentlich irgendwas machen? War das glaube ich, oder? Achso. Enderios. Enderios. Kann ich daraus irgendwas craften? Was bringt mir das? Okay. Ja. Teleporting. Actually contains, bla bla bla, Dust, Ender Dust, include Confusion, random teleporting. Okay, also das essen wir, wenn wir sterben wollen. Gut, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir haben einiges weitergebracht. Wir haben die Farm auf jeden Fall angeschlossen. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.